Hallo und herzlich willkommen zur 236. Folge vom Minecraft Season 6, Staffel 6. Hier aus dem wunderschönen Nordwehen im Wendland, Kumlingenkreis. Wir sind hier oben angelangt und ich wollte euch diese Aussicht mal zeigen, wie es hier oben ausschaut. Dort unten, da werden wir gleich hingehen. Da sind unsere Schafsfarmen. Da unten ist der Stadtteil Heide. Kann ich mal kurz ranzoomen? Das Gebäude, wo das Fahnenkreuz gerade ist, das ist der Zwischenstopp, also im Bahnhof. Da seht ihr auch eine Bahnschiene. Denn das sind Kühe, das sind noch lange nicht so viel, wie es dort aussieht. Hinten habe ich meine Zuckerrohrfarm. Hier vorne sind fleißig die Dorfbewohner am Weizen ernten. Unter diesem Haus hier, das sind zwei verschiedene Häuser, das ist ein Wohnhaus, ein ganz normales, und das ist das Haus, wo die Kartoffelwirtin drinne wohnt. Dann haben wir hier, da ist unsere rote Beetefarm. Und der Weg, der geht hier runter und dann hier rüber und geht hier und da. Und da, wo jetzt mein Mauszeiger ist, da war der alte Stadteingang. Aber ich dachte mir, ich will das mit dem Schwarzeichenwald hier hinten abgrenzen. Das heißt, hier unten ist abrupt die Stadt. Und die geht auch hier hinten noch weiter über das ganze Areal. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Hier sind wir gerade, hier fängt der Schwarzeichenwald an. Hier kommt noch eine Brücke drüber, das kann ich ja auch mal kurz zeigen. Das ist hier. Man kann ja nicht springen, das ist so gewollt, dass man ja nicht runterfällt. Hier kommt noch von hier unten unter mir, nach da drüben, wo jetzt die Kuh steht, ne, kommt noch eine Brücke, eine Hängebrücke. Und hier hinten auf das Areal kommt ein Kloster. Wir haben so ein Kloster. Genau. Das ist unser Dschungelbaum, der steht unter Naturschutz. Das Gebäude ist das Rathaus. Das sind die Eselwiesen. Da kann ich auch ranzoomen, die Eselwiesen. Da stehen die Esel, aber in letzter Zeit sind ziemlich viele gestorben, weil wir versucht haben. Oh, ein neues Lied. Dum, 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 dum. Die Eselwesen. Wir haben versucht, Tiere durch den Nether mal zu führen, aber hat leider nicht funktioniert. Das mit den lila Fenstern dahinter ist unsere Bibliothek. Dahinter ist Altstadt. Und das Haus, was da so ein bisschen rausguckt, das ist das Bauernhaus. Und das ist das große Zentrallager. Und jetzt geht's mal los mit allen zeigen. Wir haben kein Bett mit, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier nach unten gehen und uns ein Bett mitnehmen. Wenn wir eins finden, wir haben ja genug Wolle da. Können auch noch mal hier die Schere nehmen. Hier war eine drin. Dann gehen wir noch mal durch die Schafe durch am besten. Upsala. So, die Straßen haben bei mir alle Namen. Das ist zum Beispiel die Straße in die Höhe. Und da gehen wir jetzt mal runter. So. Die ganzen Wegweiser, die sind gut ausgeschildert. Alle Sachen, die ja wichtig sind. Hier baue ich zum Beispiel noch eine Klippenschenke. Die kommt so ein bisschen so hier ran. Und so überstutzt, sodass die nicht nach unten führt, so mit so einem Querbalken. So, hier sind wir dann bei den Schafsfarmen. Und hier ist eine Truhe und da ist nichts drin. Ja, super. Ich habe das hier immer mit den Wollfarben kennzeichnen und ich weiß ganz genau, neben Schwarz ist Weiß und das ist dieses Weiß. Und diese Schafe, die müssen wir dringend auch mal vermehren. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Aber Enrico und Anni können es mir nur zusteuern. Diese Schafe, die haben es schwer mit mir, beziehungsweise ich habe es mit ihnen schwer. Die gehen mir manchmal ganz schön tierisch auf den Geist. Gerade hier unten. Hier ist ein Bett. Das nehmen wir jetzt mal mit. Hier ist noch Gruß drin. Ich finde überall mal so Grußtruhen. So, da kommen wir jetzt hier so hin. Und da kommt man erstmal ein fettes Gebäude. Das ist das Lager. Das hier, das Handelsdepot. Und das hier ist das Rathaus. So. Wolle war oben. Geh weg. Der Golem, der geht mir tierisch auf den Geist hier. Irgendwie ist das so. Bam. Hier oben ist alle Wolle. Natürlich die, die wir noch nicht haben. Ich habe hier noch nichts
an Wolle eingefärbt mit brauner Wolle zum Bleistift, weil ich hier oben noch nicht angesiedelt habe. Hier habe ich all mein Stuff, den ich hier mit der Zeit auf eine Tür angesammelt habe, mal untergebracht und geordnet. Und wir brauchen mal ein bisschen Cobblestone. Den haben wir nämlich dort oben nicht so gut. So. Und weiß gebrannten Lehm. Weiß gebrannten Lehm, der ist nämlich hier. Sprung, da haben wir noch einen drin. Der ist, glaube ich, oben beim Tower. Erstmal hier die Schere. Alles Sachen hier. Und Werkzeugen sind alle da drin. Ja, das ist der Marktplatz. Da kommen später noch Sachen hin. Hier steht es auch. Planbaustelle Wenzland Kontor Nordwehen. Ist immer noch nicht fertig. Jetzt war von hier so halb fertig aus, aber das Dach ist noch nicht komplett. Hier ist ein kleiner See. Ich habe nämlich hier einen kleinen Bach angelegt. Die Wehe heißt der. Und geht hier so quer durch den Ort. Hier, dann geht er dort hinten lang. Hier lang. Mit so einem kleinen Wasserfall. Und hier geht er dann durch diese Mündung da oben. Genau. Und jetzt sind wir an sehr vielen Gebäuden schon vorbeigelaufen. Hier sind die Dorfbewohner schon am Werkeln. Hier ist der Edith Brotfeldplatz. Und das hier ist der Edith Brotfeldweg, der dahinter geht. Das ist die hier Steinbrennerbude. Die wird aber hier noch die Steinbrennerbude wird noch gebaut. Das ist einer der ersten Häuser, die entstanden sind, aber es steht noch nicht sehr viel davon, wie ihr seht. Das hier ist zum Beispiel das Bauernhaus, was ich euch von Weitem gezeigt habe. Und hier ist ein großes Loch drin. Das wollte ich eigentlich schon immer mal flicken, ne? Wir haben noch zwei. Aber ich bin nie dazu gekommen. Komisch. Hier sind, wie gesagt, die ganzen Kürbisse, Melonen und die Kakaobohnen. Und früher waren hier, an dieser Stelle, die Kühe. Da habe ich jetzt das Schweinsgehege draus gemacht und hier dran waren die Schafe. Und da kommt jetzt aber ein Gebäude hin. Warte mal, hier hinten kann man doch auch rausgehen, oder? Na, wir gehen durch die Altstadt. Wir gehen durch die Altstadt. Hier noch was drin? So ein bisschen was, ne? Genau, hier ist die Lianfarm. Und hier, da steht auch noch ein Bett. Das ist die Altstadt. Hier tut sie auch schon fleißig ernten. Hier zum Bleistift. Um die Kirche herum ist hier ein kleines Feld entstanden. Das Glaubensfeld, wie ich es auch nenne. Hier sind einige Sachen, die ich noch anprangere, beziehungsweise die im Bau sind. Aber das haben wir zum Beispiel gebaut, oder? Bam. Das ist noch, das ist auch schon gebaut. Es fehlt nur noch der Friedhof. Also Friedhof, Bücherei, Hafenschenke und Schiffe, Lehmbrennerei. Können wir mal so stehen lassen. Die Bücherei ist noch nicht fertig eingerichtet. Heidestellungen, Pferdestelle, das ist fertig. Das ist noch nicht fertig. Und da plöpp ich die Schulter einfach wieder hier ran. So, es wird langsam wieder Nacht. Es ist unser altes Zentrallager. Hier ist auch noch ein bisschen was drin, nehme ich an. Hier ist ein Netherstein drin. Na, das habe ich alles mal umgelagert nach hinten. So, irgendwo ist da noch viel drin. Ah, hier. Die ganzen Pflanzen sind ja drin. Hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Hier steht auch noch ein Bett. Das ist die Schmiede. Da hinten ist mein altes Häuschen. Und das hier ist das Armhaus.
Nein, ich will nichts handeln. Ich möchte gerne hier rein. Na komm. Da könnt ihr hier was in die Truhe tun und was spenden. Oh, hat jemand schon ins Markt gespendet? Den geht's ja gar nicht mal so schlecht hier, ne? Könnt ihr mal in so ein Hochbett schlafen? Und das sehen wir uns nächste Folge wieder. Ciao, ciao!